Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin. Beziehungsweise momentan läuft ja noch die Europameisterschaft. Deswegen dreht sich mehr momentan um Italien. Obwohl, was heißt, dreht sich mehr um Italien? Wir haben natürlich auch die Sommertransferphase laufen. Wir haben den ersten Deal klar gemacht in der letzten Folge. Und zwar Patrick Cutrone für 47, 10 Millionen, fast mehr hier noch. 47 ausgegeben haben wir. Und zwar von Wolfsburg haben wir den geholt. Ja. Heute geht es ins Halbfinale. Wir wollen natürlich weitermachen mit den Transfers. Ich bin gespannt, Leute. Lasst ein Like da, ein Abo da, wie immer, wenn euch die heutige Folge gefällt. Ich hoffe natürlich. Und schreibt eure Tipps jetzt in die Kommentare. Was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Belgien, Hashtag Italien. Ab in die Kommentare, Leute. Was denkt ihr? Wer packt es ins Finale? Die andere Begegnung, Schweiz gegen Spanien. Freilos will ich jetzt nicht sagen. Ne? Freilos ist so ein bisschen übertrieben, aber sollte schon machbar sein für Spanien. Ich hoffe natürlich, wir stehen dann gegen Spanien im Finale. Das wäre optimal, Leute. Checkt wie immer noch meinen Shop aus, ja? Osterspecial läuft, Leute. Ja? Nice Designs in Orange, in Blau, in Rot, in Grün, als T-Shirt, als Pullover. Checkt es aus, Leute. Ihr wisst Bescheid. Das hier gibt es auch noch als T-Shirt, als Pullover. Also gerne abchecken. Und ja, bis Ende April Osterspecial zu jeder Bestellung von einem Pullover gibt es diese LED-Lampe oder ein T-Shirt oder ein Turmbeutel gratis zur Bestellung dazu. Sonst kosten die 30 Euro. Ja, checkt es mal aus, Leute. Außerdem gratis Autogrammkarte, ja. Gibt es auch noch dazu. Also abchecken, Leute. Vielen Dank an jeden, der mich da unterstützt mit dem Kauf. Wäre saftig von euch, ja. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, dann schauen wir doch mal. Weiter geht's. Ab geht's gegen Belgien. Wird eine interessante Sache werden, Leute. Ab geht die Party und die Party geht ab. 3-0 gegen Griechenland, 4-0 Bulgarien und 2-1 gegen die Schweiz. Boah, Belgien anscheinend durchgerusht, ne? Alles gewonnen. Und ich hoffe, hier endet diese Siegesserie von Belgien. Ich glaube, wir haben auch jedes Spiel gewonnen, ne? Oder? Wir sind mit 9 Punkten, glaube ich, in der... Oder? Gegen Frankreich? Ne, gegen Frankreich unentschieden. 1-1, stimmt. Oh, scheiße, Mertens. Mit dem 1-0, Leute. Kevin De Bruyne in der 16. Zusätzlich mit der gelben Karte. Jorginho mit dem Ausgleich. Verratti holt sich auch gelb ab. Und Rugani holt sich die zweite gelbe ab hier bei uns. Nainggolan kommt für Tielemans. Bonaventura für Pellegrini. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ob die Aufstellung von der Ausdauer her überhaupt perfekt ist. Carrasco mit dem 2-1. Und dabei bleibt es, Mann. Oh, scheiße, Alter. 2-1 für Belgien, Leute. Wir scheiden aus. Oh, mein Gott. Jetzt schreibt die Elfie in die Kommentare. Ja, spiel doch selber. Dann hättest du safe gewonnen. Ich weiß, Leute. Wenn ich selber spielen würde, würde ich wieder jedes Spiel gewinnen. Was mir dann keinen Spaß macht. Weil dann gewinnen wir jedes Spiel. Das heißt, man muss auch mal ein Spiel verlieren. Ich hätte das natürlich jetzt auch selber spielen können. Dann hätten wir wahrscheinlich wieder gewonnen. Das werden jetzt wieder alle in die Kommentare schreiben. Ich kenne euch doch. Aber darum geht es mir ja. Deswegen simuliere ich auch jedes Spiel, weil dann verlieren wir auch mal manche Spiele und gewinnen nicht immer jeden Titel. Was ja auch manchmal interessant ist. Belgien wird das Ganze 2-1. Schade, Mann. Schade, schade. Ich glaube, es gibt kein Spiel um Platz 3, ne? Bei der Europameisterschaft. Weiß ich gar nicht. Gibt es ein Spiel um Platz 3? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Wir schauen mal, wie die andere Begegnung ausgeht. Könnte also entweder Schweiz oder Spanien dann im Finale sein gegen Belgien. Ich glaube, es gibt kein Spiel um Platz 3. Und danach fängt auch schon direkt die nächste Vorbereitung an. Das Vorbereitungsturnier. Ah, Angebot von Pulisic zurückgezogen. Scheiße, da wollen wir uns dann darauf melden. Ja, das war es auch wieder komplett. Cancelo können wir uns mal melden. Manchester United 40 Millionen bieten die. Wir können bis zu 66 verlangen. Ja, gut. Naja. 66 Millionen. Ich weiß nicht. Der hat nur einen 31er Marktwert. Richtiger 31er. Wir gehen mal auf 70 Millionen. Wir gehen mal auf 80 Millionen. Deswegen ist es eigentlich so schade, den überhaupt zu verkaufen. Weil er hat ja vom Ding her, könnte auf 89 Potenzial kommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der wird es niemals erreichen. 40 Millionen ist das letzte Angebot. Naja gut, dann werden die es natürlich eh nicht annehmen. Ja, ich will ihn auch gar nicht verkaufen. Ich wollte eigentlich nur mal schauen, was die bereit wären zu bieten. Na gut. Der ist sogar bereit, 50 zu bieten. Wenn man jetzt zwischen 60 und 70 bietet, könnte es sogar sein, dass sie es annehmen würden. Naja, wir bleiben auf 80. Na, ich will nicht verkaufen. Aber irgendwie... Ich weiß es nicht, Mann. Der verbessert sich halt wirklich null, ne? Aber wirklich null. Aber null. Da geht ja irgendwie gar nichts bei dem. Ich check das auch nicht, Mann. Pulisic-Angebot zurückgezogen. Was mit dem? Hat abgelehnt, weil er keine Einigung erzielen konnte. Er hat beides abgelehnt. Ey, ich könnte schon wieder kotzen. Warum lehnt er denn beides ab, Mann? Ich verstehe das nicht, Mann. Ohne Witz. Der hat beides abgelehnt. Ey, danke dafür, Mann. Richtig korrekt. Wofür? Warum...
Warum, ohne Scheiß, warum erzielt man da keine Einigung? Das ist wirklich unfassbar teilweise, aber ja gut. So, das ist unsere Gruppe, Alter. Barca Real und Joinkum Hyundai. Alter, was ist das für eine starke Gruppe? Junge, da fliegen wir direkt schon in der Gruppenphase raus. Schade, Mann. Ne? Das wäre der Europameistertitel wäre natürlich der erste Titel der Saison gewesen. Das heißt, dieses Jahr hätten wir sogar nochmal einen Titel mehr holen können. Wir wollen natürlich auch wieder angreifen, ja. Diese Saison, wir wollen alle 5 Titel holen, weil ich noch nie geschafft habe. Europameisterschaft wäre der 6. Titel dann natürlich gewesen. Obwohl, wir müssen schauen. Wir haben, wenn man den mitziehen kann. Wir haben Champions League Super Cup. Wir haben Serie A Super Cup. Wir haben Champions League nochmal so den Sieg, den wir diese Saison holen können. Pokalsieg, Meisterschaft, das sind schon 5 Titel. Vorbereitungsturnier wäre der 6. Titel. Plus Europameisterschaft, die wir leider nicht geholt haben, wären 7 Titel gewesen. Das heißt, wir hätten 7 Titel diese Saison holen können. Schade, wird leider nichts. Wäre auch zu schön gewesen. Wenn wir jetzt schon den ersten eingefahren hätten, müssen wir uns in 2 Jahren nochmal probieren bei der WM. Ne? Wenn die läuft, versuchen wir nochmal das Unmögliche möglich zu machen, 7 Titel zu holen. Aber ich will erstmal die 6 holen, beziehungsweise die 5 holen, Digga. Dann ist erstmal 5, dann 6 und dann können wir die 7 angreifen. Das heißt, wir holen jetzt 5 diese Saison, nächste Saison 6 und dann ist ja übernächste Saison WM. Dann holen wir 7 Titel. Das ist das Ziel, Leute, ja. Das ist das Ziel, Leute. Das war, würde ich mal, ein gutes Ziel, oder? Kann man machen. So, ab geht's gegen Real Madrid. Wir werden mal komplett die B11 spielen lassen in diesem Vorbereitungsturnier. Die sollen ja auch zum Einsatz kommen, weil das Sancho muss eigentlich mal öfters spielen. Keen kommt mal hier um. Sancho spielt ZOM. Kann der eigentlich nicht so wirklich, aber gut. Ferrari auch nicht, ne? Naja, auch nicht. Wir machen es erstmal so. Wen haben wir denn in der Defensive? Romano, okay, der kommt raus, das bringt auch nichts. Cancelo, der muss ja spielen, weil sonst verbessert sich irgendwie nicht. Alexandro, den packen wir auch mal raus. Ich werde Alexandro, oh, Skriniar ist auf 88 hochgegangen. Alexandro, genau, den wollten wir auch noch eigentlich verkaufen. Den werden wir auf die Liste setzen, weil wir können uns für Alexandro lieber noch einen neuen Spieler dann holen. Ja, dann holen wir uns irgendwie Trent Alexander-Arnold oder Odriozola, einen von diesen jungen Außenverteidigern. Den wir dann als Backup haben, weil der ist jetzt mittlerweile schon 29. Wir hatten letztes Jahr ja ein gutes Angebot für den, ne? Das hätten wir besser mal angenommen. Aber ja gut, kann man jetzt nichts dran ändern, was soll's. Leicester City holt Doucouré für 48 Millionen, Alter. Läuft bei City, bei Leicester City, nicht bei Manchester City, muss man ja dazu sagen. Ab geht's! Real Madrid natürlich auch mit B11, muss man sagen. Ja, mit absoluter B11, was? Oh, Romagnoli, Alter, das kann doch nicht sein Ernst sein. Verletzt sich hier direkt. In der 16. muss sogar ausgewechselt werden. Alexandro wieder drin. Emre Can mit dem 1-0. Pulisic legt nach 2-0 zur Halbzeit. Guter Start hier, würde ich sagen. Unsere Mannschaft ist natürlich noch um Welten besser, muss man sagen. Auch wenn wir mit unserer B11 spielen. Aber die ist natürlich um Welten besser als die B11 von Real Madrid. Dybala kam noch für Ferrari. Odriozola kam noch rein. Vielleicht bald bei uns. Und Keane. In der 70. noch mit der Entscheidung zum 3-0. Joinkup Hyundai hat 1-1 gegen Barca gespielt, Alter. WTF. Digga, die nehmen das hier alle nicht ernst, das Vorbereitungsturnier. Okay, wir auch nicht so wirklich mit BF, aber ich sag mal so, es reicht immer noch. Ne? Es reicht immer noch, von daher. Ja, gut. So, schauen wir mal. Abschlussbericht zu Bastoni, genau. Da wollten wir schauen. 86er Potenzial, hat jetzt 72. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Mann. Weil den werden wir wahrscheinlich wieder gar nicht spielen lassen. Wer ist das denn hier? Camaro. Boah, Digga, sieht von den Werten erstmal fresh aus. Checken wir mal aus, Camaro. Ist ja so viel Potenzial hat. 85, naja. Ist jetzt auch nicht so nice, ne? Edin Dzeko, warum ist der hier, Alter? WTF? Warum ist Edin Dzeko jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Als 34-Jähriger dann noch hier. Lukas Leiva mit 33, Hamšík auch noch mit 32. Digga, die ganzen alten Hasen hier. Und... Muskelfaser, das ist 3 Monate Ausfall, Romagnoli, das ist natürlich bitter im Vorbereitungsturnier, ey. Oh mein Gott, ey, Keane bedankt sich, dass wir ihm die Chance geben, Bentancur bedankt sich auch, dass er in der Startelf steht, kein Problem, Leute. So, wir schauen mal kurz, dass wir, mal würde ich sagen, das ein oder andere Angebot abgeben, vielleicht für Odriozola. Das Ding ist, der kann nur rechts spielen, ne? Ja, Trent Alexander-Arnold kann eigentlich auch nur rechts spielen. Wir schauen erstmal. Ich will den jetzt erstmal nicht direkt kaufen. Ich will eigentlich erstmal nur schauen, was Real für den haben will. Dann können wir überlegen, ob wir Trent Alexander-Arnold vielleicht lieber holen, weil der hat ein Potenzial höher. Der hat 89er Potenzial, der hier 88. Und ich glaube, der ist sogar noch ein oder zwei Jahre jünger. Müssen wir gleich schauen, aber ich meine ja. So, steigen mal. Ich will erstmal nur schauen, wie viel die finden. Ja, 35 Millionen, warte mal. Das können wir direkt lassen. Das wäre ein Witz. Das habe ich gerade selber gemerkt. Das wäre ein Witz. Das werden wir niemals annehmen. 62. Jo, Digga, 62 Millionen für einen Außenverteidiger, ja gut.
Das ist ein bisschen zu krass. Wir gehen mal auf 42, dann gehen wir mal auf 45. 45 würde ich bereit sein zu zahlen, Mann. 62, Alter. Die bleiben stur auf 62, ey. Was ist los mit euch? Gehen wir mal auf 45 Euro. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die es jetzt akzeptieren mit 45. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, die akzeptieren das. Ja, aber wir benötigen... Okay, akzeptieren nicht. Ja, benötigen etwas Bedenkzeit. Ja gut, dann denkt mal drüber nach, ne? Was soll's? Wir schauen mal kurz. Wie wird denn... Ich habe Trent Alexander-Arnold nicht gefunden. Wie wird der Typ denn geschrieben? Trent? Wie wird denn das Trent geschrieben? Trent Alexander... Ach du Scheiße, ich weiß nicht mehr. Alexander... Der kommt nicht mal bei Google direkt, ey. Alexander... Arnold, da ist er. Wie wird denn der geschrieben, Trent? Hä? Ach so, oh, ich habe mir I geschrieben. Ich habe... Ja, okay. Das war's wieder komplett. Deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Ja gut. Rechtschreibung ist da, Alter. Englisch ist da. Ich habe ihn mit T-R-E-I geschrieben. Aber der wird einfach T-R jetzt mit N-T, so. Ah, da ist er doch. Der ist sogar 21, der ist sogar 3 Jahre jünger. Ach, der ist bei Atletico mittlerweile. Shit. Hm. Na gut, der ist bei Atletico jetzt. Aber ich glaube, wir können ihn trotzdem holen. Ich glaube, der ist schon eine Saison da. Na gut, wenn jetzt natürlich... Ja, müssen wir schauen. Am besten müssen wir natürlich eigentlich erstmal darauf warten, ob wir Alexandro überhaupt loswerden. Ja, wenn wir Alexandro nicht verkaufen können, weil ihn keiner haben will, dann 60 Millionen, Alter. Die bleiben voll stur wie in 60 Millionen. Da gucken wir nochmal, was die für Alexander Arnold haben wollen. Da müssen wir mal schauen. Wenn wir Alexandro nicht verkaufen, Alexandro brauchen wir so, dann, ja, wenn wir den haben, dann brauchen wir keinen anderen, ja. Deswegen Schalke holt Caldara für 39 Millionen. Oh, okay. Ja, läuft. Das war's erstmal von der heutigen Folge, Leute. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Checkt meinen Shop aus. Ja, nice Designs in Orange, in Blau, in Rot und in Grün erhältlich als T-Shirt und als Pullover. Das hier auch, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß als T-Shirt, als Pullover. Erhältlich gerne abchecken, ihr wisst es, ja. Osteraktion läuft bis Ende April zu jeder Bestellung. Von einem T-Shirt oder einem Pullover gibt es hier entweder diese nice LED-Lampe, diese da hinten, ein T-Shirt oder ein Pullover zu eurer Bestellung gratis dazu. Gratis Autogrammkarte auch noch. Also checkt's mal aus, Leute. Vielleicht hat der ein oder andere noch Bock auf ein Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk? Mal rausgucken, Bruder. Weihnachten? Das war's wieder komplett. Ostergeschenk, ja? Also checkt's mal aus, Leute. Macht's gut. Bis morgen, haut rein. Ciao.